Hallo Freunde und herzlich willkommen bei CF Kritik. Und jetzt gibt es meine kurze Blu-ray-Rezension zur Blu-ray von The Interview mit Seth Rogen und James Franco in der Hauptrolle. Viel Spaß! Hier haben wir die Blu-ray das Ganze eingefasst in einem hübschen Slipcover. Natürlich relativ unspektakulär, kann man halt einfach da reinstecken, bringt sonst nichts. Hat man eigentlich nichts davon, bis auf dass es vielleicht ein bisschen hochwertiger aussieht. Deshalb packen wir es gleich mal beiseite. Hier haben wir die Blu-ray, das Ganze hinten rund und mit einem geprägten Blu-ray-Disc-Logo, was ziemlich cool ausschaut, ist aber bei Sony auch so, ist gang und gäbe. Haben wir einen UV-Code mit dabei, habe ich schon eingelöst und einen FSK-Flatschen, den man nicht umdrehen kann, kein Wendecover, ist aber bei Sony immer so. Und ja, das ist mir mittlerweile auch egal geworden. Hier haben wir Seth Rogen und James Franco mit drauf. Natürlich hier auch noch der Schriftzug von den Kapitalschweinen, die auch Bad Neighbors und das ist das Ende gemacht haben. Das muss schon was heißen. Ja, sowas muss man draufschreiben bei so einem Skandalfilm. Hinten drauf haben wir die Infobeschreibung und ein paar Extras. Da haben wir unter anderem der Gag Reel mit dabei, entfallene und alternative Szenen und noch ein paar andere Sachen und auch noch Bonus-Kommentare der Regisseure Nackt und Ängstlich und lauter so ein Quatsch. Der Film geht 112 Minuten und hinten haben wir noch ein paar Verleiher und Logos drauf. Und hier nochmal Interview, der Schriftzug. Da haben wir das Blu-ray-Disc-Logo, Columbia Pictures-Logo. Da oben dann, ja, das war schon, so sieht's aus. So, okay, das war jetzt die Blu-ray-Veröffentlichung. Nichts Besonderes. Und den Film fand ich ja wirklich sehr schwach, sehr seicht, überhaupt nicht gut. Und ja, es soll eine Komödie sein. Und ich dachte zuerst, naja, vielleicht wird ja der Film trotzdem ganz witzig, weil ich finde eigentlich Seth Rogen und James Franco ein cooles Duo und ich sehe die richtig gern. Aber den Film haben sie ja total verbockt, der ist überhaupt nicht witzig. Und ich weiß auch echt nicht, warum es da so viel Ärger drum gab, denn da ist wirklich fast nichts in dem Film. Also ziemlich unspektakulär und nicht mal witzig. Und Kim Jong-un wird ja auch nicht so grob verarscht, finde ich. Also da verarscht sich Amerika schon halber selber in dem Film. 4 von 10 Punkten gebe ich dem Film und der Blu-ray-Veröffentlichung für Komödienfans und Fans von Seth Rogen, die jetzt so sagen, ich muss jeden Seth Rogen-Film gesehen haben, von Das ist das Ende zu Bad Neighbors bis zu diesem Film. Kann sich den gerne kaufen, aber. Ich glaube, der kostet ja gerade sogar 15, 16 € und das ist das Geld wirklich nicht wert. Da kann man sich lieber eine andere Komödie kaufen wie Bad Neighbors, der war eigentlich ganz witzig, aber diesen Film der war wirklich überhaupt nichts und den kann man sich vielleicht mal im Fernsehen anschauen oder kaufen, wenn es so 5 € gibt. Aber ansonsten kann ich euch diesen Film leider nicht empfehlen und ja, ich fand den Film auch überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht unterhaltsam. Ein paar witzige Sachen waren drin, ein paar amüsante Szenen, ansonsten war halt die ganze Story, die war so flach. War so langweilig, also ich habe mich übel gelangweilt im Film und die beiden Schauspieler haben mir auch überhaupt nicht gefallen. Die haben in dem Film auch richtig gedönst gespielt, muss ich echt sagen. Obwohl Seth Rogen eigentlich immer dafür bekannt ist, dass er so ein paar witzige Einlagen mit reinbringt, hat er bei dem Interview meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft. Und ja, die Veröffentlichung ist ganz nett geworden, aber ansonsten wirklich kein Film, den man haben muss. Und das war es auch schon mit meiner kurzen Blu-ray-Review zu The Interview. Das Ganze wie immer bei Sony und so einem Slipcover, freue mich auch schon auf Chappie, die Veröffentlichung wird ja auch in so einem Slipcover drin sein. Und jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren, wie ihr diesen Film so findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, denn der Film hat ja ganz verschiedene Geschmäcker. Denn ich habe schon ein paar gehört, die haben gesagt, boah, was für ein geiler Film. 8 von 10 Punkten oder 10 von 10 ein Meisterwerk. Und es gibt manche, die sagen, absoluter Schwachsinn. Auf jeden Fall würde mich eure Meinung interessieren. Link zu Blu-ray und zu DVD sind in der Infobeschreibung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den Film gerne kaufen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.